Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO-Video. Ich habe hier für euch im Hintergrund wieder eine Runde Arms Race aufgenommen auf Hans Wurst, keine Ahnung, wie die Map heißt. Dingenskirchens, ihr wisst Bescheid. Und habe jetzt wieder einiges zu erzählen. Und zwar zuallererst, jetzt ist gerade Livestream, also heute ab 18 Uhr wird wieder live gestreamt. Ihr wisst Bescheid, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und es gibt im Moment für euch ein Knife zu gewinnen, und zwar ein Huntsman Knife Blue Steel. Das gibt es gerade. Ist auf Steam, keine Ahnung, ich habe 70, 75 Euro wert oder sowas, und das ist im Moment gerade mit am Start. Natürlich gibt es aber auch wie immer die anderen Skins und Graffitis und hin und her zu gewinnen, die es auch immer in jedem Stream gibt. Und ich denke, ich brauche es gar nicht zu erwähnen, logischerweise finden auch wie immer vier Games statt, das heißt, wenn ihr mit mir spielen wollt, dann kommt ran an den Speckes, heute ab 18 Uhr. Ich denke, wir sind jetzt schon live, also wenn meine Planung funktioniert hat, dann sollte das Video um ja ca. 18 Uhr erscheinen, und das ist ja auch eben unser Startpunkt für den Streamerino. Ihr habt jetzt die letzten paar Wochen gemerkt, dass auf diesem Kanal immer mehr Abwechslung wieder stattfindet, dass es ähnlich wird wie früher, dass ich viele verschiedene Dinge mache und eben alles mögliche anteste und so lirum larum rumwurste. Es fühlt sich auch wieder sehr gut an, auch wenn die Sachen natürlich erstmal alles in allem viel weniger Aufrufe bekommen, wie jetzt eben zu CSGO-Zeiten, als CSGO noch richtig im Hype war. Das liegt natürlich ja einfach schlicht und ergreifend daran, dass CSGO eben überhaupt nicht mehr im Hype ist, wenn man überhaupt Hype sagen konnte damals. Die Skins haben einiges gebracht, also vor, ich sag mal, 3-4 Jahren oder vielleicht sogar 5, dass da eben sehr viel Fokus drauf war. Aber ja, wir alle wissen, dass das so die letzten 2, vielleicht sogar 2,5 Jahre immer weiter bergab gegangen ist und es jetzt praktisch überhaupt keine Sau mehr interessiert, was da so mit passiert und was nicht. Das ist einfach für alle, die sich das nach wie vor gefragt haben, der Grund, warum CSGO immer weniger zu sehen ist oder zu sehen war und beziehungsweise warum eben immer mehr andere Dinge wieder zu sehen waren. Zwischendurch sah der Kanal ja fast aus wie ein CSGO-Kanal, wobei das nie hätte sein sollen. Ich habe es zwar verstärkt hochgeladen zu gewissen Zeiten, aber ihr wisst ja Bescheid, es kam nach wie vor zwischendurch immer wieder irgendwas Cooles. Früher bestand der Kanal aus allem Möglichen. Ich habe einfach alles gemacht, worauf ich Bock hatte und auch Dinge gemacht, die im Trend waren und sie dann eben durchgezogen, wenn es was Kurzes war. Aber ja, nach wie vor ist mir die Abwechslung auf dem Kanal am wichtigsten und vor allem, dass ich euch eben Dinge zeigen kann, die ich für wichtig oder richtig halte. Dass wir einfach coolen Jumble zusammen machen, dass ich euch coolen Kram zeigen kann, so wie eben auch Garry's Mod, diese ganzen Baugeschichten und so weiter und so fort. Und ja, dass wir einfach immer wieder gucken, was es gerade so gibt und was man eben so machen könnte. Ich habe mittlerweile ja den Discord-Server so ein bisschen hingerichtet und da gibt es jetzt unter anderem einen Channel, in den ihr reinschreiben könnt, was ihr euch so wünscht, also an Projektvorschlägen, was ihr so im Kopf habt, was ihr glaubt, was gut laufen könnte und so weiter und so fort. Da könnt ihr alles Mögliche einfließen lassen und ich schreibe dann immer wieder rein, wenn ich was diesbezüglich gemacht habe. Also schickt dann den Link oder sage eben, yo, ist erledigt, guck mal hier. Und gut ist. Natürlich werde ich da nicht alles machen, was da vorgeschlagen wird. Ich denke, das ist gar keine Frage. Aber gute Vorschläge bzw. Dinge, auf die ich wirklich Lust habe, nehme ich gerne an und hustle ich dann auch raus. Ihr habt gefragt, wann der nächste musikalische Titel von mir kommt. Das wird schon noch ein bisschen dauern. Im Moment habe ich einfach gerade keinen Nerv dafür, beziehungsweise ich fühle es einfach nicht, also da was zu machen. Da braucht man einfach, so wie für vieles andere auch, den Willen dazu, beziehungsweise es muss halt einfach, man muss es fühlen, ne? Schlicht und ergreifend. Ja, soweit so gut. Kommt in den Stream und natürlich auch auf den Discord-Server, wenn ihr wollt. Da können wir uns austauschen. Natürlich gibt es auch ganz viele andere Channel, auf denen ihr euch austauschen könnt, auf denen wir uns austauschen können. Es gibt mittlerweile auch Spezial-Channel, eben für die Twitch-Subs und für die Patreons und so weiter und so fort. Guckt da einfach mal rein und schaut euch die ganze Geschichte an. Ja, soweit, so gut. Dann sehen wir uns jetzt gleich im Stream. Vielen Dank für eure Daumen, vielen Dank für eure Unterstützung. Haut ordentlich rein. Macht's gut. Ciao, ciao.